Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das AFM1-Modul, um die Forschungsfrage. Forschungsmethoden sind wissenschaftliche Werkzeuge zur Beantwortung einer Forschungsfrage. Damit ermöglichen sie uns einen Einblick in Zusammenhänge, welche sonst nur durch Spekulationen oder Annahmen erklärt werden könnten. Gleichzeitig begrenzen die derzeit verfügbaren Forschungsmethoden das Fenster der Wirklichkeit, in welchem wir tatsächlich Dinge erklären und begreifen können. Forschungsmethoden sind nicht nur ein Werkzeug für die Forschung, sondern gleichzeitig auch selbst ein Ziel der Forschung. So, genug um den heißen Brei geredet, schauen wir uns das Ganze mal praktisch an. Infolge des Ersten Weltkriegs stieg die Anzahl an Amputierten ungemein. Aus diesen Umständen heraus wurde überlegt, ob es eine Sportart gäbe, die sowohl körperlich Behinderte als auch gesunde Menschen einschließt. Die Grundidee war dabei, dass Kriegverletzte trotz Amputation auch imstande sein sollten, Sport zu treiben. Als Bezugsart wurde Basketball gewählt, mit der Änderung, dass man sich nur mit Rollstühlen fortbewegen dürfe. Als Forschungsfrage könnte hieraus nun formuliert werden, ob körperlich Behinderte einen Vorteil gegenüber gesunden Sportlern haben. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Fortbewegung im Rollstuhl dem gesunden Menschen meist ungewohnt erscheint und sie in diesem Punkt sicherlich benachteiligt sind. Allerdings sind Behinderte in der Regel physischen Zwangsbedingungen ausgesetzt, die die Bewegungsfreiheit stark einschränken. Es wird also ein neutrales Maß benötigt, welches richten kann, in welchem Maße eine Gruppe der anderen Gruppe benachteiligt bzw. einen Vorteil denen gegenüber hat. Im Falle des Rollstuhlbasketballs ist dieses neutrale Maß die Range of Motion. Im Deutschen hieße das dann Bewegungsspielraum, Freiraum, den der gesunde Sportler oder der behinderte Sportler eigentlich hat. Mit Sicherheit gibt es noch viele weitere Faktoren, die in diesem Abwägungsprozess mit einbezogen werden können. Die Range of Motion dient hier lediglich als kleine Idee, was es alles gibt und wie man eigentlich umgeht mit Forschungsfragen. Nachdem wir nun grundlegend geklärt haben, was eine Forschungsfrage ist, widmen wir uns mal dem Thema der Versuchsplanung. Was ist das eigentlich? Es gibt nämlich verschiedene Anordnungen, einen Versuch zu planen. Um euch das näher zu bringen, schauen wir uns das Beispiel mit der Dame an, denn diese behauptet, sie könne unterscheiden, ob in einer Tasse Tee mit Milch zuerst der Tee oder zuerst die Milch eingegossen worden ist. Jetzt müsste man sich natürlich überlegen, wie man denn diese Forschungsfrage überprüft. Eine Vollerhebung ist ausgeschlossen, da sonst unendlich viele Versuche durchgeführt werden müssten. Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, die Forschungsfrage zu überprüfen. Eine Möglichkeit wird vorgeschlagen von Fischer, die andere von Bill Peter Frey. Die Versuchsanordnung nach Fischer besagt, dass es 8 Tassen gibt. In 4 davon wurde zuerst der Tee und in den anderen 4 Tassen zuerst die Milch eingegossen. Und der Ansatz nach Bill Peter Frey und Flach besagt, dass nicht die Anzahl an Tassen erhöht werden soll, sondern die Anzahl an Wiederholungen. Es gibt 2 Tassen, der Versuch wird aber n Male wiederholt. Die erste Möglichkeit hier oben ist natürlich die einfachste. Wir legen einfach 2 Tassen hin und machen nur einen Versuch. Da beträgt die Wahrscheinlichkeit 50%. Berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeit, die auftritt beim Lösungsansatz nach Fischer. Es ist davon auszugehen, dass die Tassen der Dame in zufälliger Reihenfolge vorgesetzt werden. Insgesamt gibt es 70 Möglichkeiten, 2 Gruppen aus 8 Tassen zu bilden. Mathematisch spricht man davon 8 über 4. Die 8 steht dabei für die Anzahl aller Elemente, sprich für die Anzahl aller Tassen. Es gibt nämlich 8 insgesamt bei dieser Versuchsanordnung. Und die 4 steht für die Anzahl an Elementen in einer Gruppe. Es gibt nämlich 2 Gruppen, das heißt 4 Elemente pro Gruppe. Nämlich 4 Tassen, wo zuerst der Tee und 4 Tassen, wo zuerst die Milch eingegossen wurde. Und da von diesen 70 Möglichkeiten nur eine Aufteilung in 2 Gruppen zu je 4 Tassen richtig ist, ergibt sich damit eine Wahrscheinlichkeit von 1,5%. Wie schaut es nun bei unseren Kollegen Bill, Peter, Frey und Flach aus? Die erhöhen nicht die Anzahl an Tassen, sondern die Anzahl der Wiederholungen. Bei nur einem Versuch haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Entweder ist es die linke oder die rechte Tasse. Steigert man die Anzahl an Versuchen, so ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit bei n Versuchen von 0,5 hoch n. Jetzt muss nur noch mathematisch aufgelöst werden. Und wir wissen, dass wir bei nur 2 Tassen ungefähr 6 Versuche durchführen müssen, um die gleiche Wahrscheinlichkeit zu erreichen wie beim Ansatz von Fischer.
Wir fassen also zusammen, es bestehen mehrere Wege, um die Aussagekraft eines Versuchs zu erhöhen, nämlich eine zweckmäßige Versuchsanordnung. Dies wäre der Fall von Fischer, wo er die Anzahl an Tassen erhöht hat, oder eben die Wiederholung des Versuchs, da wo man bei 2 Tassen bleibt und einfach n Male durchführt. Somit verabschiede ich mich von euch, um nicht in Überlänge zu geraten, und ich sage Arrivederci, bis zum nächsten Mal.